ist Trägerin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel. Zudem haben wir eine Abteilung Gedenkstättenförderung Niedersachsen, über die wir an fast allen Projekten mit NS-Bezug im Bundesland Niedersachsen mindestens beratend, häufig sogar fördernd beteiligt sind. Und in diesem Zusammenhang haben wir schon seit längeren, jetzt schon seit einigen Jahren mit den Problemen des Erstarkens rechtspopulistischer Tendenzen zu tun. Das hat großen Einfluss auf die alltägliche Arbeit in den Gedenkstätten, zeigt aber auch, dass die Gedenkstättenarbeit eben nichts von kein Wissen vermittelt, das eben sozusagen von rein historischem Interesse wäre, sondern eine sehr gegenwartsrelevante Funktion ausübt. Bevor ich den Referenten vorstelle und noch ein paar inhaltliche Anmerkungen mache, ein paar technische Hinweise. Ich glaube, es ist am besten, wenn während des Beitrages, zumindest während des Beitrages von Enno Stünkel, unserem Referenten, die Videos ausgeschaltet werden, weil das die Übertragungsqualität verbessert. Ebenso ist es natürlich gut, das Audio auszuschalten, damit nicht irgendwelche Störgeräusche dadurch zu hören sind. Wir wollen natürlich nach dem Vortrag von Enno Stünkel in eine rege Diskussion eintreten und haben uns überlegt, dass wir das am besten über die Chat-Funktion organisieren. Das heißt, wenn Sie einfach in den Chat ganz kurz nur ein Wort schreiben, Beitrag, Frage oder etwas Ähnliches, sodass ich dann die Reihenfolge der RednerInnen habe und dann entsprechend die Beiträge abrufen kann. Zudem ist es so, dass wir den Beitrag von Enno Stünkel aufzeichnen, damit wir ihn im Nachgang, das überlegen wir noch, wie wir das genau machen, eventuell dauerhaft zur Verfügung stellen können. Die anschließende Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Ja, vor ungefähr einer halben Stunde habe ich bei Twitter ein kurzes Video mit dem Corona-leugnenden Arzt Bodo Schiffmann gesehen, der dort unter anderem geäußert hat, Adolf Hitler hat von 1933 bis 1936 gebraucht, um so weit zu kommen, wie wir heute sind. Das zeigt, glaube ich, nochmal die ganze aktuelle Brisanz, die wir mit unserer Vortragsreihe aufwerfen wollen. Und die heute eben mit dem Vortrag von Enno Stünkel ihren Auftakt nimmt. Enno Stünkel ist Historiker, er arbeitet bei der Volkshochschule Celle und ist dort Leiter des Programmbereichs Politische Bildung. Zudem ist er Mitbegründer des Zeller Netzwerkes gegen Antisemitismus und beschäftigt sich seit langen und vielen Jahren mit genau diesen Problemkreisen, um die es bei uns gehen soll. Rechtspopulismus, Verschwörungsmythen, insbesondere natürlich auch Antisemitismus und ähnliche Themen. Und daher bin ich froh, dass wir heute mit Enno so einen qualifizierten Referenten als für den Auftakt gewinnen konnten und würde dich bitten, Enno zu übernehmen. Ja, vielen Dank für die netten Worte und für die Einladung. Was du eben von Bodo Schiffmann gesagt hast, ist für mich auch neu. Aber es ist keine Überraschung. Wir haben dieses Thema ja seit einigen Tagen auch stark in den Medien. Ich denke, die meisten werden es mittlerweile vielleicht mitbekommen haben, dass Jana aus Kassel seit Wochen im Widerstand ist und sich wie Sophie Scholl fühlt. Diesen Auftrag in Hannover, der hat es ja groß in die Medien gebracht. Unter anderem auch, Entschuldigung, weil eine etwas ungewöhnliche Sache dabei passiert ist, nämlich sie wurde daraufhin zur Rede gestellt und das hat das Ganze etwas verändert. Und dadurch ist so eine mediale Öffentlichkeit entstanden. Diese mediale Öffentlichkeit, das ist jetzt so ein bisschen eine Erfahrung, wenn man sich mit Antisemitismus in den letzten Jahren beschäftigt, dann weiß man, dass die Skandalisierung einzelner Fälle vielleicht eher eine Möglichkeit ist, sich das reale Geschehen vom Leib zu halten, als dass darüber tatsächlich eine Auseinandersetzung stattfindet. Das erlebt man auch jetzt schon. Es gibt viele Kommentare auf Twitter, sonst wo, die einerseits sich zu Recht empören über diese Aussage, aber dann kommt auch sehr schnell, nun schlag doch nicht alle auf dieses Mädchen ein, die ist doch krank und all so etwas.
Das bringt mich gleich zu einer Vorbemerkung. Ich werde in meinem Vortrag ab und an auch solche Begriffe wie Wahn und so etwas benutzen. Ich halte das aber für sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir nicht über psychische Erkrankungen einzelner Persönlichkeiten sprechen. Und eine Ferndiagnose, so nahe das auch manchmal liegt bei Auftritten innerhalb dieser Szenerie, über die wir heute sprechen, verbietet sich, diskriminiert kranke Menschen und das kann nicht der Sinn sein. Ich glaube, dass wir oder dass ich versuchen werde, einen Deutungsrahmen zu eröffnen, in dem es möglich wird, diese zum Teil sehr abstrusen und beunruhigenden Verhaltens- und Redeweisen zu verstehen, ohne dass wir auf die individuelle psychische Struktur der Einzelnen zu sprechen kommen. Das können wir von hier aus nicht machen. Was ich gerne machen möchte, ist am Anfang einen kleinen Überblick zu geben, wie diese Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen zustande gekommen ist. Ein bisschen nachzeichnen, warum es von Anfang an so schwer fiel, sich von offen rechtsextremen Akteurinnen dieser Szene zu distanzieren. Dann ein paar Worte darüber sagen, was Verschwörungsideologien eigentlich innerhalb dieser Bewegung, das Wort mit Vorsicht zu benutzen, bedeuten. Um dann tatsächlich Ihnen einfach kurz zu zeigen, wie verbreitet diese NS-Bezüge in dieser Bewegung sind. Und dann eine Frage zu stellen, was ist eigentlich passiert über den Sommer, als daraus so etwas wie eine Massenbewegung geworden ist? Massenbewegung werde ich öfter benutzen. Damit meine ich nicht unbedingt eine quantitative Aussage darüber, dass das eine bedrohliche Masse ist, sondern damit meine ich, dass sich etwas verändert, wenn eine Gruppe in einer solchen Größe auf der Straße ist, dass sie sich selbst als Masse erleben kann. Dadurch verändert sich, glaube ich, etwas. Das ist alles ein wenig beschreibend. Ich möchte Ihnen dann kurzen Ausschnitt aus einem Film zeigen, der eine der Großdemonstrationen in Berlin zum Thema hat, um dann im Anschluss tatsächlich dazu zu kommen, ein paar Deutungshypothesen vorzuschlagen. Das werde ich dann weitgehend in Form von Thesen machen und ich hoffe, dass wir darüber dann wirklich reden können. Als sich im Frühjahr die ersten Proteste in Berlin organisiert haben, unter anderem auch wegen der damals geltenden Bestimmungen in kleinem Rahmen, sie hießen damals Hygienedemos, fanden um die Volksbühne herum statt, kamen auch aus einem Anmelderkreis, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, der sich eher in einem linken Spektrum verortet, in einem linken Künstlerspektrum Berlins. Aber da war von vornherein, und da habe ich Ihnen nur als Illustration ein Bild genommen, so etwas wie Kapitalfaschismus 1933, Armbinde 2020, Maulkorb, immer schon dabei. Ganz am Anfang war das tatsächlich der erste Hinweis, dass man sehr vorsichtig sein muss mit dem, was da passiert. Denn die ersten Forderungen, die waren nicht unvernünftig. Zu dem Zeitpunkt war es aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt, die Frage nach Grundrechten zu stellen. Wir haben im Frühjahr ziemlich lange gebraucht, bis allgemein Proteste geäußert wurden und bis auch die Regierung begriffen hat, dass neben der Frage, welche Geschäfte dürfen wann geöffnet sein, was ist mit den Schulen, so Fragen wie Demonstrations- und Religionsfreiheit eine große Rolle spielen. Das ist am Anfang sehr, sehr zu kurz gekommen. Und die Idee, diese Grundrechte auch unter den Bedingungen einer Pandemie zu thematisieren und einzufordern, war erstmal eine sehr einleuchtende Idee. Eine der Trägerkreise damals und die bis heute aktiv sind, nennt sich Koordinationsstelle demokratischer Widerstand. Die geben eine Zeitung heraus, die bei diesen Demonstrationen und auch sonst verteilt wird, behaupten, sie hätten eine Auflage von 300.000. In der Herausgeberzeile steht von Anfang an der berühmte Name des italienischen Philosophen Agamben. Auf diese Gruppe werde ich noch öfter zu sprechen kommen. Die ist ihrem Selbstverständnis nach zuerst links gewesen und beschreibt sich bis heute so, dass es ihnen tatsächlich nur um die Einrichtung oder die Einforderung von Grundrechten geht. Sehr schnell ist aber etwas anderes dazu gekommen, was sie bis heute auch betreiben, nämlich die Forderung nach so etwas wie einer verfassungsgebenden Versammlung. Und da kommen wir jetzt dahin, dass wir uns ein wenig anschauen müssen, wer denn diese Proteste außer dieser kleinen Gruppe zuerst mitgetragen hat. Und da, glaube ich, ist es sehr naheliegend zu sagen, dass es da bestimmte Strukturen gab,
die bereitstanden. Und die ein Teil dieser Strukturen rührt aus etwas her, was Menschen, die sich mit Verschwörungsideologien beschäftigt haben, noch sehr gut wussten. In der breiten Öffentlichkeit war es wahrscheinlich etwas vergessen. Das war eine Bewegung, die 2014 entstanden ist unter dem Namen Montags- oder Friedensmahnwachen. Der damalige Anlass war der Konflikt um die Krim. Und das, was sich da zusammengefunden hat, war in der Erzählung von ideologischen Elementen, wie die Federal Reserve beherrscht uns alle, geschichtsrevisionistischen Themen, eigentlich genau das, was wir heute auch alles haben. Die Frage, ob Deutschland souverän ist oder nicht, das war alles da vorformuliert, alles außer der Pandemie. Das spielte damals keine Rolle. Eine Hauptthese ist, auch diesmal spielt es eigentlich keine ganz große Rolle, denn wir erleben, glaube ich, was deutlich anderes bei diesen Kundgebungen, was man vielleicht, um meine Grundthese anfangs jetzt zu formulieren, auch als Krise dessen bezeichnen kann, was wir uns angewöhnt haben, Erinnerungskultur zu nennen, also der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Das ist von vornherein ein bestimmendes Thema gewesen. Und dazu gehört auch, dass im Umfeld dieser Proteste sehr früh als mediale Verstärker eine Szene von rechten YouTubern und Bloggern auftrat, vor allem von YouTubern, die für den Selbstverständigungsprozess dieser Bewegung und für ihre Außenwirkung von Anfang an eine große Rolle spielte. Die erleiden im Moment gewisse Rückschläge, weil sie bei YouTube tatsächlich häufig gesperrt werden, was in ihrer Welt ein weiterer Beweis für die diktatorischen Umstände sind, unter denen wir leben. Aber diese rechten Blogger, YouTuber, Entschuldigung, sind ein wichtiges Element von Anfang an gewesen. Es gab aber auch, also ich nenne nur mal einen Namen, ich will sie heute nicht mit Namen erschlagen, aber Stefan Bauer, AfD, ist ein ganz typisches Beispiel für so eine merkwürdige Verbindung, die da entstanden ist, von jemandem, der auftritt, mit Presseausweis immer dabei ist, sehr gut akzeptiert wird von den Querdenkern, von der Polizei akzeptiert wird wegen seines Presseausweises, aber ständig Außenstehende, andere Pressevertreter, Kritikerinnen und Kritiker dieser Proteste als Aktivist sehr, sehr verbal aggressiv angeht. Das heißt, wir haben da so eine Vermischung von Berichten und Dabeisein, die für die Darstellung und Selbstwahrnehmung dieser sich entwickelnden Bewegung sehr wichtig war. Wir hatten aber auch von Anfang an Menschen dabei wie Nikolai Nehrling, den sogenannten Volkslehrer, also ein bekannter Holocaustleugner. Und das ist ganz interessant. Der trat einmal bei diesem demokratischen Widerstand auf. Und dann hat sich eine der Gründerinnen und Sprecherinnen von denen davon distanziert und gesagt, sowas gehört bei uns nicht auf die Bühne. Ein anderer Vertreter vom demokratischen Widerstand hat das mal auf dem Alex in Berlin versucht, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie bitte nicht mit Nazis zusammen auftreten sollen. Der Erfolg war, dass ihm Spaltung vorgeworfen wurde und eine sehr bürgerlich nicht rechtswirkende Gruppe sich darüber aufgeregt hat, dass man irgendwelche Menschen ausgrenzt. Nachdem die Sprecherin Nerling von der Bühne verwiesen hat, ging es allerdings ungerührt damit weiter, dass Stefan Repple auftrat, jemand, der im Frühjahr wegen Rechtsabweichung, wenn man das so sagen kann, aus der AfD ausgeschlossen wurde, unter anderem wegen antisemitischer Äußerungen, und Erik Graziani, ein rechtsextremistischer Aktivist. Und das wurde dann völlig hingenommen. Das heißt, wir sehen, diese Abgrenzung gegen rechts hat von Anfang an nicht geklappt. Wir haben heute, konnte man in der FAZ lesen, dass der Bergmann, der Sprecher von Stuttgart, den Querdenkern, wohl ein geheimes Treffen hatte, das dann doch bekannt geworden ist mit allen möglichen Königen, was es ja heute alles so gibt, aus der Reichsbürgerszene, was im Moment zu Verwerfungen innerhalb dieses Spektrums führt, aber da würde ich erstmal sehr abwarten, was da passiert. Also, dass es da diese Abgrenzung nicht gibt, ist wichtig.
Wichtig ist es, glaube ich, vor allem, um die Dynamik dieser Bewegung zu verstehen, muss man sich klar machen, dass es immer so war, dass erkennbare Neonazis, dass erkennbare Rechtsextreme bei diesen Kundgebungen, den Demonstrationen dabei sind, einen nicht unwichtigen Teil bilden. Aber natürlich ist nicht diese ganze Bewegung besteht nicht aus Rechtsradikalen. Dann gäbe es viel weniger Erklärungsbedarf. Dann wäre das eine völlig andere Situation. Aber die Tatsache, dass man mit Nazis, nenne ich es jetzt abkürzend, ohne den historischen Vergleich damit aufrufen zu wollen, also mit Rechtsextremen, mit neonazistischen Gruppen, mit Hooligans, mit der AfD sich auf der Straße trifft, gehört zu dieser Bewegung dazu. Das wird leugnend, ironisierend immer zurechtgewiesen, wenn gesagt wird, ha, wir sind ja alle Nazis. Und dann gibt es dauernd diese Beteuerung, ich sehe hier weit und breit keinen Nazi. Bis hin zu so absurden Themen, das konnte man dann im ZDF oder glaube ich war das mal sehen, wo jemand genau diese Sache wieder sagt und hinter ihm wehten die Reichsfahnen. Einer wurde auch so etwas mal angesprochen und der hat dann gesagt, ja, aber die Reichsfahnen, die stehen doch für Frieden und Freiheit. Frieden und Freiheit ist inzwischen ja immer die Großparole der Demonstration, was man als Hinweis lesen muss, zusammen mit vielen anderen Zeichen, dass viele Elemente der Ideologie der Reichsbürger, nämlich dass Deutschland nicht souverän ist, übernommen worden sind, aber etwas, was man auch in der sich eher alternativ links verstehenden Szene der Montagsmahnwachen auch schon immer gehört hat. Ähnlich ist es mit der Verschwörungsideologie. Auch da wird dieser Begriff ja inzwischen von Menschen, die sich zu diesen Protesten dazugesellen, als eine Art Auszeichnung genommen. Und der wird zurückgewiesen im Sinne von, das ist eine einzige Form Kritik abzuwehren, wenn man von Verschwörungsideologien spricht. Deswegen muss ich kurz, glaube ich, etwas dazu sagen, warum ich behaupte, dass diese Bewegung insgesamt verschwörungsideologisch ist und dass nicht einzelne Stimmen sind, die sich darin kundtun. Dafür gibt es viele Hinweise. Der eine wäre zum Beispiel der, wenn man mit Menschen spricht, und das ist ja auch eine neue Erfahrung, dass man Menschen, die sehr eigenartig argumentieren, um es so vorsichtig zu sagen, plötzlich an allen möglichen Orten erlebt, aus allen möglichen verschiedenen sozialen und Bildungshintergründen. Und man erlebt immer eine enorme Stereotypie dessen, was da vorgebracht wird. Ein deutlicher Hinweis auf die Art, wie Verschwörungserzählungen sich verbreiten. Ein Beispiel wäre, wie über Drosten gesprochen wird. Also man kann im Moment auf jeder Demo hören und auch von Leuten, wenn man mit ihnen spricht, sich erzählen lassen, dass Drosten bereits im März oder April zugegeben habe oder gestanden habe, dass Masken nichts bringen. Nun sollte man von jemandem, der ein bisschen in der Lage ist, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, erwarten können, dass er begreift, dass die Korrektur, die Drosten an seiner eigenen Position vorgenommen hat, etwas mit Veränderung von Erkenntnissen, mit Wissenschaft, mit einer veränderten Studienlage zu tun hat. Aber indem man das, wie es hier auch wieder aus der Zeitschrift der, wie heißen die, des demokratischen Widerstands zu sehen ist, da wird er dann zu einem Fall, gegen den der Widerstand, lesen wir hier, ermittelt. Das heißt, Verschwörungsideologien zeichnen sich natürlich aus durch eine Personalisierung und dadurch, dass man die als böse, entlarvten Menschen mit Straffantasien verfolgt. Man kann aber auch es einfach so erklären, als es die großen Demonstrationen in Berlin gab, traten dort nacheinander auf Thorsten Schulte. Der ist als der Silberjunge ein Bestseller-Autor, wie all die, die ich jetzt nenne, Bestseller-Autoren sind, die also viel Geld mit ihren verschwörungsideologischen Büchern verdienen. Hinterher Heiko Schrank, ein ganz wichtiger Mensch der rechtsesoterischen Verschwörerszene. Und Michael Ballweg aus Stuttgart stand auf der Bühne und sagte, Where we go one, we go all. Also den Erkennungsslogan der QAnon.
Verschwörungsideologie, deren Zeichen man ununterbrochen auf diesen Demonstrationen und Kundgebungen sieht. Ich weiß nicht, ob ich QAnon kurz noch erklären muss. Das ist eine Vorstellung, die davon ausgeht, dass Trump jemand ist, der entweder selbst QAnon ist oder jemand in seinem Umfeld, der als bisher noch Präsident der Vereinigten Staaten gegen eine satanische Verschwörung kämpft, die Kinder foltert, sich an ihnen vergeht und deren Blut sich aneignet für Verjüngungskuren. Eine völlig verrückte, durch Xavier Naidoo auch in Deutschland nochmal recht bekannt gewordene Verschwörungserzählung, die aber innerhalb dieser Szene auf große Akzeptanz trifft oder zumindest immer präsent ist. Naja, da habe ich später noch ein Bild zu, kommen wir dann nochmal drauf. Ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen auf bestimmte Grunderzählungsmuster, Grundbilder von Verschwörungsideologien. Links haben wir etwas, hier unten sind eben die armen, geknechteten Sklaven, die Sklaven gehaltenen Menschen, die vielen, oben sitzen die reichen Banker unter Symbolen der Illuminaten. Das bedeutet, also auf der einen Seite sind Verschwörungsideologien immer Erzählungen, in denen man sich selbst als Opfer wahrnimmt. Auf der anderen Seite, und das ist der Grundwiderspruch in Verschwörungserzählungen, funktionieren sie ja immer so, dass auf der einen Seite eine ungeheure Ohnmacht beschrieben wird, in fast masochistisch anmutender Hingabe oft, was man auch sehen kann bei vielen dieser Demonstrationen, wenn dann hochtheatralisch aus der ersten Reihe gerufen wird bei diesen Demonstrationen zu der Polizei, erschießt uns doch, erschießt uns doch. Ganz eigentümliche Zelebrierung von Opfersein, von Ohnmacht. Und auf der anderen Seite beschreibt dieses Moment von, ich habe es durchschaut, wie hier unten Ken Jebsen, der ein wichtiger Durchschauer der Verschwörungstheorien ist und einer ist, dessen gesamtes Netzwerk mit entstanden ist in diesen 2014 begonnenen Montagsmahnwachen und der im Moment eins, bis vor kurzem, muss man sagen, eins der reich, ein Internetauftritt hat mit einer enormen Reichweite, KenFM. Und da sehen wir nochmal in diesem Bild rechts, das soll Bill Gates sein, mit der typischen Darstellung von Verschwörungsinszenierung, dass er Drosten, Merkel, Spahn, wen auch immer, eben wie Puppen tanzen lässt. Dieses Motiv des Puppenspielers verweist natürlich immer auf Manipulation. Das ganz große Thema von Verschwörungsgläubigen, dass sie alle anderen für manipuliert halten, sie selbst aber die Manipulation durchschaut haben. Verschwörungsideologien sind nicht, glaube ich, und vielleicht ist das im Moment eine Chance immerhin dieser Entwicklung, dass wir das deutlicher erkennen können. Verschwörungsideologien sind in der Regel keine Erleichterung. Sie werden uns ja oft so erklärt, Menschen, die an so etwas glauben, wollen das Leben wieder in den Griff kriegen. Sie wollen Ordnung im Chaos schaffen. Verschwörungsideologien sind einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte. Ich glaube, dass das Rationalisierungen sind, die die eigentliche Macht und Gewalt von Verschwörungsideologien nicht sehen. Ich glaube auch, dass wir, um zu verstehen, woher diese Geschichtsbezüge kommen, davon ausgehen müssen, dass es innerhalb der Vergangenheitsbewältigungsgeschichte sozusagen in Deutschland, in West- und in Ostdeutschland, einige blinde Flecken gibt. Und zu diesen blinden Flecken gehört, glaube ich, das tatsächlich verinnerlichte Wissen darum, dass der nationalsozialistische Antisemitismus vor allem eine Verschwörungsideologie war, in der die Vorstellung satanisch-teuflischer jüdischer Macht das entscheidende Moment ist. Das ist immer unter Formulierungen wie Rassismus, das ist ein rassistischer Antisemitismus, etwas in Vergessenheit geraten, glaube ich. Auch die ganzen daraus folgenden moralischen Begründungen des Nationalsozialismus, moralisch natürlich in Anführungszeichen, dass sie also die Partei des Friedens sind.
dass sie sich gegen jüdische Kriegstreiber wenden, dass sie das Arbeiterinteresse gegen die jüdischen Plutokraten vertreten, dass sie das Interesse der Freiheit gegen die jüdischen Bolschewisten vertreten, die alle in dieser jüdischen Verschwörung zusammenkommen, ist, das vermute ich zumindest sehr stark, ein tabuisiertes Wissen. Und deswegen tun wir uns oft schwer damit zu begreifen, dass diese Verschwörungsideologien im Grunde wie Container funktionieren für Strafwünsche, für Aggressionswünsche und auch für das Wissen, was aus diesen Straf- und Aggressionsregungen werden kann. Und diese Container halten ab irgendwann nicht mehr, denn dieser Umschlag von dieser absoluten Ohnmacht, die links zu sehen ist, und der Allmacht, die das Durchschauen der Verschwörung, das angebliche Durchschauen der Verschwörung mit sich bringt, ist natürlich ein extrem instabiles Hin- und Herschwanken, ein Kippen zwischen zwei gleichermaßen unrealistischen Vorstellungen. Ich glaube, dass sich aber in diesen Ideologien und in diesem Umgang oder Nicht-Umgang mit Rechtsextremismus in diesen Kreisen etwas ausdrückt, was ein Bedürfnis ist, das es in Teilen der Gesellschaft schon lange gibt. Und dazu nenne ich jetzt nur zwei Beispiele, die vielleicht etwas stellvertretend stehen mögen für ein radikalisiertes Bürgertum, sage ich mal so. Das eine wäre ein Beispiel, Lisa Fitz, eine sich für links halten und auch lange so sozialisierte Kabarettistin, hat vor einiger Zeit ein Video gemacht, das auf dem Kanal des schon erwähnten Verschwörungsideologen Schrang erschienen ist, in dem sie gegen eine aus meiner Sicht antisemitische Litanei zum Besten gibt, gegen die Rothschilds, die Soros dieser Welt, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten, heißt es darin. Da sind alle möglichen Motive drin, vom Gottesmord über das Bündnis mit dem Satan und alles festgemacht an den Namen Soros, Rothschild und anderen. Das ist natürlich kritisiert worden. Sie hält sich nicht für eine Antisemitin. Stattdessen sind ihr zur Hilfe geeilt Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine in einer gemeinsamen Erklärung, in der es heißt, in der letzten Zeit ist es üblich geworden, Kritiker der Wall Street und des Finanzkapitalismus als, in Anführungszeichen, Antisemiten zu ächten. Das ist allzu durchsichtig. Nicht zuletzt die zurückliegende Finanzkrise hat gezeigt, dass Millionen Menschen durch die grenzenlose Gier der Wall Street-Banken ins Unglück gestürzt werden. Und es reiche also nur, den Währungsspekulanten Soros und die Investmentbank Rothschild zu erwähnen, und schon ist der Beweis erbracht, dass man Antisemit ist. Und dann kommt die als Warnung verkleidete Drohung, dass also alle Kritiker des Antisemitismus sich einen schlechten Dienst erweisen, wenn sie eine Künstlerin diffamieren, die seit vielen Jahren den Kapitalismus kritisiert, eine Pazifistin ist und sich für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde engagiert. Das heißt also, wenn man nur die richtige Moral vertritt, kann man offenkundig kein Antisemit sein. In den Nachdenkseiten, einem linkssozialdemokratisch Magazin mit großer und Internetmagazin mit großer Reichweite, Albrecht Müller, der Herausgeber, schreibt auch regelmäßig Bestseller, im Moment gerade wieder auf der Spiegel-Bestsellerliste. In diesem Blatt werden seit Jahren, also Blatt ist das falsche Wort, in diesem Internetauftritt werden seit Jahren Abwehrkämpfe geführt. Meistens unter dem Thema der Kritik an Israel wird alles Mögliche behauptet, werden antisemitische Stereotype noch und nöcher bedient und jede Kritik daran wird abgewehrt als eben genau den Versuch, freie Meinungsäußerung zu untersagen, als es gibt im Englischen dafür schon einen Ausdruck, das ist die Livingston-Formulierung, das ist nach dem Ex-Bürgermeister Londons, der eben immer auf die Anwürfe, die er als ungerechtfertigt darstellt gegen ihn, dass wenn er sich, wie er es oft getan hat, antisemitisch äußert, immer damit reagiert, dass er sagt, wer mir Antisemitismus vorwirft, hat verfolgt einfach nur die Interessen der Herrschenden und will mich damit klein machen. Also selbst eine verschwörungsideologische Aussage,
die in einer Zuschrift, nachdem es wieder darum ging, einer Leserzuschrift an die Nachdenkseiten, zu folgender Äußerung führte. Um das Thema allen Menschen glaubwürdiger zu machen, es war nämlich die Frage, was ist eigentlich Antisemitismus, wäre es nicht ratsamer, überhaupt nicht mehr nur von Antisemitismus zu reden, stattdessen eher allgemein über den fehlenden Respekt gegenüber anderen Menschen, die nicht denselben Glauben bzw. dieselbe Hauptfarbe bzw. dieselbe Ideologie haben. Ich würde es begrüßen, da so einige Politiker dann an ihre eigene Nase fassen müssten. Also was wir hier sehen, ist ein ganz starkes Bedürfnis, seine eigenen Ressentiments kundtun zu können, ohne als Antisemit bezeichnet zu werden. Die Angst, als Antisemit bezeichnet zu werden, scheint sehr viel größer zu sein als die Furcht vor nach wie vor wirkendem Antisemitismus. Ganz andere Aussage aus einem von Frank Böckelmann, der ursprünglich auch mal ein Linker war, aber als Herausgeber der Vierteljahreszeitschrift Tumult eher so einen bildungsbürgerlichen neurechten Ansatz vertritt. Und da hieß es so schon 2016, also im Zusammenhang dessen, was er als Flüchtlingskrise bezeichnet hat, ging es darum, dass die Fundamentalisten des Finanzkapitals und des westlichen Liberalismus uns durch diese Flüchtlingskrise und viele andere Dinge unsere Heimat nehmen und alles neoliberal gleich machen. Und Tumult kann nicht vorwegnehmen, hat er dann geschrieben, wozu sich der untröstliche, der neoreaktionäre Mensch aufraffen wird. Denn verhängnisvoller als der opferreichste Bürgerkrieg ist ein Zustand, der Orte, Lebensformen, Sprachen, Herkünfte und Subsistenzweisen austauschbar macht. Schlimmer als was für ihn McDonald's oder sowas steht, für ihn dafür, alles wird gleich. Das ist schlimmer als der schlimmste Bürgerkrieg. Und nun weiß er eben nicht, wozu werden sich diese Menschen aufraffen. Uns gehen der Ort, die Herkunft und die Nähe verloren. Eingedenken, Einfalt als Bedingung von Vielfalt. Sprache, die mehr ist als Übersetzung aus dem Globischen, am Ende wohl noch das unwiederbringliche Sterblichkeit. Kein Opfer ist groß genug, keine Vergeltung angemessen, um den Mächten der Entgrenzung diesen Verlust heimzuzahlen. Das heißt, es sind aus meiner Sicht zwei aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern kommende Versuche, eine reaktionäre moderne Kritik, eine reaktionäre Kritik an Finanzkapital, eine letztlich auch völkische Kritik, wie in diesem Fall, freizustellen von der Kritik daran, indem sie tatsächlich für sich in Anspruch nehmen, in einer Opferrolle zu sein, in der man sich wehren muss. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach im Vorübereilen sozusagen Beispiele für das die Nazizeit, wie die in diesen Protesten aufscheint. Wir haben am Anfang das Beispiel gehört von Bodo Schiffmann, von Jana aus Kassel. Wir sehen hier zum Beispiel mehrfach diese Gleichsetzung mit Mengele, etwas, was man auch oft gehört hat auf Kundgebungen. Und das ist der Punkt, der mir wichtig ist. Ich habe viele, viele dieser Kundgebungen verfolgt durch die medialen Vermittlungen und zwar nicht durch die Selbstdarstellung dieser YouTuber eben vor allem. Und man kann immer darauf wetten, wenn 5 Minuten rum sind, muss das irgendwann wieder kommen. Also da muss man nicht lange drauf warten. Es gibt diese NS-Bezüge immer. Ein ganz eindrücklicher war zum Beispiel bei dieser großen Kundgebung am 1. August, als die Polizei das dann für aufgelöst erklärt hat, dann gab es von der Bühne aus die Ansprache an die Polizisten, sie sollten doch nicht wie Eichmann auch nur Befehle ausführen. Sie würden für diese Befehle zur Rechenschaft gezogen. Hier diese Vergleiche zwischen Drosten und Mengele. Auch von Anfang an dabei die Einnahme der Position der Opfer des Nationalsozialismus. Heute sehen sie sich als die Gleichen, als Opfer wie die Juden, wenn sie nicht geimpft sind. Hier die Gleichsetzung, die wir auch x-fach gehört haben, der Gesetzgebung heute, Merkel, mit dem Gesetz zum Schutz von Volk und Staat,
dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Die AfD ist auf das Ganze übrigens relativ spät aufgesprungen, hat aber im Moment tatsächlich eine Rolle übernommen, die diese Kampagne enorm vorantreibt. Dies sind jetzt relativ aktuelle Facebook-Sachen. Ich weiß nicht, ob man das links gut lesen kann. Da steht oben drüber einfach ein Schild, dass Kunden ohne Schutz von Nase und Mund nicht bedient werden. Und das setzt die AfD Schleswig-Holstein gleich mit Juden werden hier nicht bedient, Impfung macht frei. Das, diese KZ-Inschrift Arbeit macht frei ist hier von der AfD Salzgitter umgewidmet worden. Die Gleichsetzung mit dem Ermächtigungsgesetz auch von der AfD. Und hier setzt sie sich gleich auch nochmal damit auseinander. Aus besorgten Eltern werden Antisemiten, war eine Schlagzeile im Fokus. Der Albrecht Müller von den Nachdenkseiten hat auch, als es die erste Berichterstattung gab über Antisemitismus bei den Hygienekundgebungen, gesagt, ach nee, jetzt nicht auch noch da noch. Antisemitismus, der kam wohl gar nicht darauf, dass man darauf kommen könnte, weil für viele ist Antisemitismus eben etwas, was eine persönliche Haltung gegen Juden ist. Und wenn es nicht um Juden geht, wie bei dieser Corona-Epidemie, wo kann denn da Antisemitismus herkommen? Und die AfD Schleswig-Holstein sagt eben, nein, das hat natürlich gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Es soll vielmehr an die Menschen erinnert werden, die damals damit gekennzeichnet worden sind. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was sich verändert hat, nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, Beteiligung von Rechtsextremen, Verschwörungsideologien im Zentrum des Ganzen. Und dann wurde das über den Sommer zu einer Massenbewegung. Wir sehen hier rechts, das ist, finde ich, wirklich unter werbetechnischen Gesichtspunkten eine beeindruckende Idee von dem Kompaktmagazin Jürgen Elsässer, als Herausgeber für dieses rechte Verschwörungsmagazin, ist auch jemand, der während dieser Mahnwachen 2014 eine gewisse Rolle spielte. Diese Bewegungen haben sich damals, das muss man vielleicht noch dazu sagen, in gewisser Weise aufgespalten, gerade am Umgang mit Rassismus. Der rechte Teil, aus dem dann mehr oder minder Pegida und diese ganzen offenen Mikrofone wie Legida und so weiter geworden sind, die waren eben offen rassistisch. Der andere Teil hielt sich ja damals noch für mehr oder minder links. Auf jeden Fall waren sie nicht rassistisch. Sie waren verschwörungsideologisch, sie waren antisemitisch, aber nicht rassistisch zu sein, war ihnen natürlich immer eine Begründung, dass sie mit dem Rechten nichts zu tun haben. Dieses aktuelle Magazin, das habe ich jetzt von Kompakt, habe ich jetzt nochmal genommen, weil diese Idee, das Querdenker mit dem Q von QAnon zusammenzumachen, natürlich schon ein interessanter Schachzug ist. Zum Thema Masse sehen wir aber dahinter einfach diesen Blick auf der Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor oder unter den Linden, Straße des 17. Juni. Wir sehen nochmal diese Bilder, die wir jetzt auf allen großen Demos gesehen haben, mit diesen Plakaten, die nochmal diese Strafwünsche hinter den Verschwörungsideologien sehr deutlich machen. Und wir sehen auch, wie bestimmte Forderungen da eingegangen sind, die lange schon nichts mehr mit Corona zu tun haben. Wir sind, kleingedruckt hier, der Souverän, ruft aber auch dieses Moment auf, dieses, was wir bis vor einiger Zeit vor allem mit den Reichsbürgern verbunden haben, dass Deutschland eben nicht souverän ist. Etwas, was auf allen Kundgebungen auftaucht, Friedensvertrag sofort. Das erklärt auch, warum der zentrale Slogan aller großen Kundgebungen und Demonstrationen jetzt immer Frieden und Freiheit ist. Ich würde jetzt, das ist ein kleines technisches Ding, so, Ihnen ganz kurz einen Film zeigen. Also nur einen kleinen Ausschnitt tatsächlich. Und zwar ist das ein Film, der von einem Filmemacher ist, über den ich nichts weiß. Der heißt Daniel von Wensky, ist Werbegrafiker, 72 geboren. Und der hat einen Dokumentarfilm gemacht über die zweite Großkundgebung in Berlin, die sich ein bisschen unterscheidet von dem, was ich eben schon erzählt hatte, von den
YouTube-Videos, die ungeschnitten einfach dokumentieren, wo die Reporter in Anführungszeichen sich lang bewegen. Dieses ist ein inszenierter Film. Und Filme haben natürlich immer einen interessanten Zugang zu unbewussten Botschaften. Und das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Stundenlangen Film, so etwas wie den Aufmarsch der ganzen verschiedenen deutschen Städte mit den verschiedenen Wagen. Es gibt einen langen, retardierenden Moment, als diese Demonstration nicht recht losgehen kann, wegen der Maskenpflicht, sich erstmal setzt. Und ich zeige das so ein bisschen, um einen kleinen Eindruck nochmal zu vermitteln von dem, wer da ist. Es gibt keine ganz gute Studienlage bisher zu all dem. Was auffällt bei diesen Kundgebungen ist, dass das Publikum A, nicht gerade jugendlich ist und B, dass es Kundgebungen oder Demonstrationen sind, die das Land als Migrationsgesellschaft nicht abbilden, um es mal so zu sagen. Das heißt, es wirkt sehr deutsch von der Beteiligung. Mitte Platz haben wir. Ich springe jetzt etwas vor. Das Ganze läuft nämlich nach diesem ruhigen, retardierenden Moment, wo dann die Polizei auch immer auftritt, darauf hin, dass ein Stargast redet. Das ist der Robert Kennedy Jr., ein Impfkritiker und Verschwörungsideologe aus den USA, der natürlich wegen seiner Verwandtschaft zu Kennedy und der historischen Verbindung zu der Rede »Ich bin ein Berliner« beliebt war, wie immer diese Bewegung wirklich geschickt darin ist, sich historische Erinnerungsorte zunutze zu machen. Der Titel meines Vortrags, Geschichte gemeinsam wiederholen, war der Slogan, zu der großen Demonstration nach Leipzig mobilisiert wurde. Michael muss jetzt kurz mit hinter die Bühne, weil wir haben schon ein paar. Ich zeige jetzt einen kurzen Ausschnitt der Rede. Und da geht es jetzt tatsächlich um den Inhalt von. Ich wäre hierher gekommen, um mit. Back at home in the United States, the newspapers are saying that I came here today to speak to about 5,000 Nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5,000 Nazis zu reden. And tomorrow, they're going to report
that yes, I was here and that I spoke to maybe 3,000 to 5,000 Nazis. Und morgen werden Sie genau das berichten, dass ich zu etwa 83 bis 5.000 Nazis geredet haben werde. But I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. I see people who love democracy. Und dann geht es in diesem Film lange weiter, die Schlusssequenz, in die wir auch noch reinschauen. Ich hoffe, das hat technisch funktioniert. Wichtig ist nochmal, das ist eine Selbstdarstellung dieser Bewegung. Die wurde auf der Facebook-Seite der Querdenker gezeigt. Und ich glaube, dass man da einiges sehen kann. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, wen man da zum Teil gesehen hat. Also der da so fast die Parade abnahm mit kräftigem Handschlag war Martin Sellner von den Identitären. Aber das ist, glaube ich, nicht mal das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir hier etwas sehen, was mich, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, erinnert hat an etwas, was vor vielen Jahren Klaus Teweleit geschrieben hat über Riefenstahls Film und über den Triumph des Willens. Ich bin mir nicht sicher, ob da Ähnlichkeiten irgendwie beabsichtigt sind, aber wie gesagt, Film ist ein gutes Medium für Unbewusstes, der Aufbau folgt dem wirklich sehr, sehr deutlich. Aber was mich vor allem daran erinnert ist, was Teweleit geschrieben hat, war, dass dieser Film Menschen zeigt, die in all ihrer Kaputtheit heil wirken. Und dieses Thema von Heil und Erlösung spielt auf diesen Kundgebungen eine enorm wichtige Rolle. Es ist vieles ja auch überlagert mit einer Form von esoterischer Haltung, die nur von Liebe spricht und von Einheit. Einheit, Heil und Erlösung sind Themen, die da immer wieder aufgerufen werden. Und das ist jetzt eine meiner Thesen. Ich glaube, es hat sich etwas verändert dadurch, dass aus diesen skurrilen Kreisen, wie man ja auch sagen kann, die sich da am Anfang zusammengefunden haben, tatsächlich so eine Massenbewegung geworden ist, die auf der Straße für sich das Gefühl haben kann, unter ihresgleichen zu sein und Macht erleben kann. In Leipzig war das ganz deutlich, dass diese Macht dann auch sehr schnell ein relativ
radikalisierten Ausdruck finden kann, wenn man dann sich auch durchsetzt gegen Verbote. Aber diese neue Realität ist damit verbunden, dass in dieser jetzt großen Bewegung, zumindest immer da, wo sie auftritt, und es gibt sie ja in vielen, vielen Städten, wir überall diese Elemente haben des Verweises auf den Nationalsozialismus, ob bewusst oder unbewusst. Meistens sind sie natürlich klar und eindeutig und werden formuliert, wie die Gleichsetzung mit Sophie Scholl. Vieles, was wir hier jetzt aber gesehen haben, da weiß ich gar nicht, ob das beabsichtigt ist, dass dieser Tag, Tag der Freiheit hieß, nach dem anderen NS-Parteitagsfilm von Leni Riefenstahl. Das weiß ich nicht, ob man das wusste, ob man sich dabei was gedacht hat. Auch hier sind so Formen der Inszenierung drin, die sicher auch nicht unbedingt bewusst sein müssen. Was unheimlich an diesem Film ist, und das ist vielleicht nochmal zur Erklärung, die Musik zum Schluss, es war Tonsteine Scherben, also jetzt eher etwas aus der linken Kultur, aber der Text zusammen mit dem, was wir da gesehen haben, Schritt für Schritt, der Weg ins Paradies beschreibt auf der einen Seite natürlich nochmal so etwas wie eine Erlösungshoffnung. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch etwas Beunruhigendes, weil dieser Weg ins Paradies natürlich auch etwas sein kann, was Ausdruck eben tatsächlich eines ja ganz merkwürdigen Wiederholungszwangs mir zu sein scheint, die sich in einer wahnhaften Haltung ausdrücken, die sich dann bei jemandem wie dieser Jana aus wo kam sie her? Aus Kassel, Jana aus Kassel, eben in dieser Identifizierung gezeigt hat. Und jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen zu Verschwörungsideologien. Was dort passiert, ist, dass Menschen sich eine Welt zurechtlegen, die sie eigentlich mit symbolischen Zeichen erklären. Also diese symbolischen Zeichen sind so etwas wie der Marionettenspieler, ist etwas wie die Krake, die die Welt umfasst. Das sind immer diese Stereotypenbilder, die wir haben, die wir aus der Geschichte haben, die wir alle mehr oder minder kennen, zumindest verstehen wir sie alle. In denen drückt sich aber etwas aus, was eigentlich keine symbolische Darstellung von Welt sein soll, sondern es ist tatsächlich eine Art und Weise, im Glauben dieser Verschwörungsideologen und derer, die an sie glauben, die Welt zu verändern. Und das heißt, wir haben bei Verschwörungsideologien, wenn man auf eine psychologische Ebene geht, immer im Grunde eine Unfähigkeit, mit Symbolisierungen umzugehen. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich eher, dass so jemand wie diese Jana, die sich da hinstellt und sagt, ich fühle mich wie Sophie Scholl, die im gleichen Alter wie ich hingerichtet worden ist, dass wir da tatsächlich zumindest in einem partiellen Sinn nicht das haben, was wir sonst so oft kennen an NS-Vergleichen, dass man das benutzt, um zu sagen, das ist besonders schlimm oder um auch nicht mal um den Holocaust oder den Nationalsozialismus zu relativieren, sondern dass da tatsächlich eine Art Identifikation stattfindet. In dem Moment scheint mir das nicht ein rhetorisches Mittel zu sein, sondern sie fühlt sich so. Das ist auch etwas, was das Interessante war, als sie dann nämlich unterbrochen wurde. Es stellte sich ja zunächst so dar, als sei das ein Ordner aus dieser Kundgebung heraus gewesen. Es gibt jetzt Hinweise, dass das wohl nicht so war, dass das jemand aus der linken Szene, die dagegen protestiert hat, in Hannover war. Ich weiß es nicht. Ich habe das live gesehen. Ich hatte mich da nur gewundert, dass so ein Ordner in dem Moment darauf kommt, weil diese Äußerungen haben wir auf jeder Kundgebung. Und er, wenn er Ordner bei den Querdenkern ist, wird das x-fach gehört haben. Insofern erschien mir das komisch. Das Komische war eben, was mit ihr dann war, die auf der Bühne die Fassung verloren hat. Sie ist in Tränen ausgebrochen, musste gehen, kam eine halbe Stunde später wieder und fing wieder gleich an. Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Was da passiert ist, war tatsächlich, dass so eine, und da nenne ich jetzt das bewusst, so eine Wahnwelt für den Moment gestört und zerbrochen wurde. Ich glaube, einer der Hintergründe, und jetzt komme ich so ein bisschen zum Deutungsangebot, einer der Hintergründe scheint mir zu sein, dass man sich in einen Schuldzusammenhang sieht und wieder hineinbegibt. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier wieder diese Präsentation öffnen. Das machen.
Ich habe vorhin kurz darüber schon gesprochen, über die, den blinden Fleck in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus des Nationalsozialismus. Und wir erleben solche verunglückten Formen von Aneignung dieser Geschichte im Moment oder seit Jahren immer wieder. Vielleicht ist einigen bekannt diese Studie von Harald Welzer, Opa war kein Nazi, die beschrieben hat, etwas, was man auch tatsächlich oft beobachten kann, wenn man in Schulen zum Beispiel mit solchen Themen arbeitet, dass heutige Jugendliche oft der Meinung sind und Vorstellungen von ihrer Familie haben, die historisch nicht zutreffen können. Also ganz viele der heute jungen Generation glaubten tatsächlich, dass ihre Großeltern entweder im Widerstand waren, aber natürlich auf keinen Fall Nazis waren. Welzer hat das damals, als diese Studie rauskam, als ein eigentlich gutes Zeichen gewertet von Geschichtsaufarbeitung, ähnlich wie Aleida Aßmann das zum Beispiel im Moment auch vertritt, dass dadurch in Familien so eine Art integrative Geschichtsbetrachtung möglich wird. Ich glaube tatsächlich, dass sich darin ein Problem ausdrückt, nämlich eine projektive Identifizierung mit den Opfern. Natürlich auch eine Relativierung dessen, was der Nationalsozialismus eigentlich bedeutet hat. Das sieht man dann auch in ganz vielen dieser Erklärungen, die da vorgebracht werden, dass die uns wieder sozusagen zurückwerfen in NS-Erklärungen, die mit dem heutigen Kenntnisstand einfach nicht mehr vereinbar sind, wonach das eben eine Diktatur war, in der es nur möglich war zu gehorchen, weil man sonst eben um sein Leben fürchten musste und also die ganze Geschichte des Nationalsozialismus so ähnlich wie in dem für viele Generationen Schülerinnen ja prägend gewesenen die Deutschstunde von Siegfried Lenz, wo eben das Problem des Nationalsozialismus eigentlich ein Problem der Autorität war und wo dann heute diese Identifikation, ich muss eine Maske tragen und jeder, der das durchsetzt, tritt mir quasi als Nazi gegenüber oder als eben treuer Beamter von irgendwelchen Herrschenden, die mich unterdrücken wollen. Das heißt, wir spielen jetzt im Moment so eine Art, weiß ich nicht, Familienaufstellung, Exorzismus, wo NS-Rollen neu verteilt werden. Da aber jeder, der so etwas macht, der in diesen Formen von antisemitischen Andeutungen oder offen antisemitischen Theorien, jeder der Verschwörungsideologien, die immer einen antisemitischen Kern haben, vertritt, der ahnt, dass er sich im Grunde wieder in einen Schuldzusammenhang hineinstellt und versucht, das abzuwehren. Jetzt höre ich jemanden husten, das ist ein gutes Zeichen, weil ich mich nämlich gar nicht mehr sehe und ich schon befürchtete, ich rede ins Nichts. Aber das ist hoffentlich nicht so. Jedenfalls würde ich, gibt es natürlich... jetzt habe ich hier tatsächlich komische Zeichen. Kann ich mal ganz kurz, kann mir jemand sagen, ob man mich noch hört? Ja, hören dich. Ja, ich auch. Positiv. Ja, wir hören Sie. Sie haben auch das Video gesehen vorhin? Ja. Sehr gut, weil ich jetzt hier so eine Meldung hatte, ich solle ein Video starten. Dann ist alles gut. Dann wir sind alle noch da. Nur ich sehe mich nicht mehr, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dieses Moment von Projektion würde ich gerne noch einmal aufgreifen, wenn wir uns dieses Plakat anschauen. Das behauptet natürlich nochmal wieder in Anspielung auf den großartigen Film Kill Bill, dass Bill Gates uns alle impfen und damit umbringen will. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so gut zu sehen. Unten steht handschriftlich drunter, wenn wir eure Eltern beseitigt haben. Und oben steht, was da steht, heißt, glaube ich, Disinfect the System. Interessant sind die drei Klammern, die jeweils vorne und hinten drumherum sind. Ein internettypische Form auszudrücken, dass man glaubt, man habe es mit einer jüdischen Weltbeherrschung zu tun. Diese drei Klammern um einen Namen bezeichnen immer jemanden, der als jüdisch identifiziert wird. Das ist ein antisemitisches Internet-Meme. Was wir hier sehen, ist aber, glaube ich, und jetzt werde ich vielleicht ein wenig... ja, fürchte ich, dass das jetzt sehr heftig ist, was ich als These vertrete.
Ich glaube, dass wir es auf der einen Seite zu tun haben bei diesen Protesten mit etwas, was noch nicht gut erforscht ist. Es gibt so ein paar Ansätze dazu seit einigen Jahren, dass wir uns mehr auseinandersetzen müssten, auch in der historischen Forschung, mit Moralvorstellungen, die im Nationalsozialismus herrschend waren und was eigentlich aus Moralvorstellungen, die sich in der Regel nicht so schnell verändern, weiter geworden ist. Ich glaube, wir haben einige Moralvorstellungen, die uns jetzt begegnen, die sehr viel Ähnlichkeiten haben mit NS-Vorstellungen. Das ist zum Beispiel ein Thema, das auf eigentlich auch jeder dieser Querdenken-Demonstrationen eine Rolle spielt. Das ist eine ursprünglich im 12. Jahrhundert sogar mal religiös begründete Zinskritik, die aber einhergeht zum Beispiel mit der Vorstellung, dass die Federal Reserve eine Bank ist, das hat wiederum Lisa Fitz gesagt, die von den Rothschilds beherrscht wird und die gleichzeitig schuld seien am Beginn des Ersten Weltkriegs. Wir haben in den Nachdenkseiten, genauso wie in der Sezession oder anderen Zeitschriften des extrem rechten Spektrums im Moment, ganz viele Versuche, die Geschichte des 20. Jahrhunderts insofern neu zu schreiben, als eben die Finanzwelt, die Federal Reserve, die Rothschilds oder eben allgemeiner auch die USA als die eigentlichen Verursacher sowohl des Ersten Weltkrieges als die Lehrherren Hitlers und als die von Anfang bis Ende uns in Deutschland zum Beispiel gegen Russland stellen. Das sind so Erzählungen, die im Moment überall auftauchen, seit einigen Jahren. Diese gut-böse Erzählung, diese Unterscheidung von Elite und Volk, von 1% und 99%, mit reaktionärer moderne Kritik sind natürlich alles Dinge, die von denen, die es vertreten, als moralische Position erlebt werden. Aber eine, die sehr viel Ähnlichkeiten hat mit NS-Vorstellungen. Trotzdem sollte man dabei, glaube ich, nicht stehen bleiben, sondern dieses Projektive, was wir darin sehen, würde ich tatsächlich vorschlagen, jetzt einfach das mal ernst zu nehmen, was die Menschen sagen auf ihren Kundgebungen und nicht zu versuchen, es zu rationalisieren. Das ist das, was ich bisher versucht habe. Gleichzeitig aber auch sich anzusehen, was sie tun. Und sie gehen im Moment auf Kundgebung. Heute habe ich gerade etwas gelesen, dass in einem Ort, den ich vergessen habe, irgendwo in Thüringen, glaube ich, wo im Moment die höchste Inzidenzrate ist, dass da 600 Corona-Protestleute auf die Straße gegangen sind und die Polizei da dann tatsächlich mal eingeschritten ist. Das heißt, was diese Leute machen, indem sie auf die Straße gehen, in dieser Form, wie sie das tun, indem sie feiern, wie das in Leipzig war, in Polonaisen sich im Arm liegen, dass sie die Maske, diesen Maulkorb, wie sie es nennen, abgenommen haben, ist natürlich ein Verhalten, das sie selbst gefährdet und das andere gefährdet. Dieses Plakat, wie viele Tote gibt es in deiner Straße, würde ich vorschlagen, tatsächlich als Ausdruck eines Wunsches zu lesen. Denn der Hintergrund dieser sogenannten, oder dieser von mir jetzt sogenannten nationalsozialistischen Moral ist eigentlich der Versuch, wieder zurückzukommen zu einer, Naturverfallenheit, zu einer Feindschaft gegen Wissenschaft, gegen Aufklärung und stattdessen auf etwas zu setzen, was ich als Opferlogiken bezeichnen würde. Das heißt, es geht eigentlich in diesen nationalsozialistischen Vorstellungen sehr, sehr stark darum, andere zu opfern und auch bereit sein, sich selbst zu opfern. Eine Verbindung übrigens auch zum Antisemitismus, wie wir ihn im Moment auch wieder in blutiger Aktion sehen bei islamistischem Antisemitismus. Und ich möchte abschließend dazu auf ein Buch hinweisen von des Historikers Saul Friedlander, der in seinem Buch über Kitsch und Tod, der Widerschein des Nationalsozialismus, diese Moral so beschrieben hat und heißt nicht, den Kampf aufzunehmen gegen die Verkörperung des Bösen, gegen das dunkle Prinzip, das die Menschheit mit der schrecklichsten aller Versklavungen bedroht. Jetzt spreche ich noch mal kurz und genau das ist ja die Erzählung, die im Moment wieder vorgebracht wird, dass wir alle gechippt werden sollen, um 5 Milliarden umzubringen und so weiter. Jetzt Fortsetzung Friedlander. Heißt das nicht,
sich in die höchste aller Aufgaben zu stürzen, an deren Ende entweder die endgültige Erlösung oder die totale Zerstörung steht. Es geht darum, dass es eine Sehnsucht nach Zerstörung und Sehnsucht nach dem Tod ist. Manchen Leuten, schreibt Friedlander, fällt es schwer, dafür ein Sensorium zu entwickeln. Und ich schlage vor, so schwierig das tatsächlich sein mag, dieses Sensorium anhand dieser nachgespielten Doppelspiel mit diesen NS-Andeutungen, sich gleichzeitig im Widerstand zu sehen und gleichzeitig mit bekennenden Holocaust-Leugnern, Nationalsozialisten, heutigen Neonazis, Rechtsextremen aufzutreten. Darin sehe ich tatsächlich etwas, was sich letztlich nur mit solchen Vorstellungen, glaube ich, adäquat beschreiben lässt. Und das führt abschließend jetzt dazu, dass sich uns, glaube ich, wirklich Fragen stellen, gerade auch aus dem Bereich der historischen und politischen Bildung. Mit einer einfachen Formulierung, man muss den Leuten einfach mehr Geschichte beibringen, damit so etwas nicht vorkommt, wird man, glaube ich, dem nicht gerecht. Ich denke, wir müssen uns sehr viel stärker, da wo wir das noch nicht tun, der Frage stellen, welche Faszinationsgeschichte noch immer von dem Nationalsozialismus ausgeht. Eine Faszinationsgeschichte, das ist ein Wort, das ich von Klaus Heinrich geborgt habe, einem Religionsphilosophen, den ich sehr, sehr empfehle zum Nachdenken über all diese Fragen, der davon spricht, dass in dieser Faszinationsgeschichte ungelöste Konflikte der Geschichte so aufgerufen werden, wie es die Nationalsozialisten auch schon gemacht haben, nämlich in einer, in dem Versuch, gegen ein solidarisches Handeln, gegen ein Handeln, wo wir uns gerade in dieser Pandemie jetzt tatsächlich ja auch positiv gewendet sehen können als eine Menschheit, was bedeutet, dass alle gleich ansteckbar sind und dass man die Schwachen tatsächlich schützen muss. Und wir damit gemeinsam handeln müssen und wir einen vernünftigen Umgang brauchen mit Wissenschaft und so weiter, dass gegen all dieses eine mit Freud jetzt vielleicht nochmal zu sprechen, ist ein Unbehagen an dieser Kultur gibt, ein Unbehagen an der Zivilisation, das immer bereit ist, dieses Unbehagen, diese Fesseln der Zivilisation abzuwerfen. Und das Beispiel, und deswegen ist es kein deutsches Problem, kein Nachleben des Nationalsozialismus allein in Deutschland, sondern die Shoah hat dafür ein Beispiel gesetzt, das nicht mehr aus der Welt zu bringen ist und dessen Schrecken nicht gebannt ist. Ich danke Ihnen jetzt erstmal sehr für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie mir folgen konnten und freue mich jetzt auf die Diskussion.